Feuert los! Jawoll! Ja, Mann! So, und jetzt nix wie Verteidigungsstellung aufbauen. Infantry reporting! Da hinten kommen die lang ersehnten Preußen, endlich! Ich hoffe noch, dass die dem Feind richtig einheizen werden. Infantry! Zieht euch zurück. Horse Artillery! Open fire! Tja. Kann die Artillerie also nicht verrücken. Das ist sehr schlecht. Jetzt wird's echt hart. Kavallerie ist aufgerieben. Jetzt wird's hart. Yes, sir! Light infantry to your command, sir! Yes, sir! Die Einheiten, die wir noch haben, wir noch ein bisschen aufteilen. Und hoffen, dass die Preußen sich da hinten mal ein bisschen beeilen. Kommt schon, Jungs, das schafft ihr. Stellung halten. Kommt, das schafft ihr. Ich glaube an euch. Das schafft ihr. Yes, sir. Sind aber auch hartnäckig, verdammte Axt. Nein, meine Einheit flieht, verdammt. Ah, Feiglinge. Ja, wollt ihr heute noch mal schießen oder was? Was zum... Doch endlich! Halleluja! So. So, und jetzt Rückzug. Was hat er denn hier noch anzubieten? Yes, sir. Rally! Break off the attack! Cessate the attack! Los, Angriff! Sehr schön. Und Rückzug, General. Rückzug. In das Gebäude.
sehr schön. Und jetzt abwarten und Tee trinken. Gucken, was die Preußen anstellen. Okay, ich kann die Preußen nicht befehligen. Oh, das sieht doch sehr gut aus. Ja, eine Kavallerie, Artillerie stehen. Gucken, ob ich seine Artillerie irgendwie treffen kann. Zumindest darf er mittleren Teil irgendwie vertreiben. Oh, jetzt greifen die zu Fuß an, ich glaub's nicht. Haha. Lol. Feuer! Ja, Mann. Sehr schön. Chanel, du bleibst mal schön hinten stehen, Digga. Ich habe mir überlegt, ich greife doch nochmal an. Ich werde alles auf eine Karte setzen. Da die Preußen, die mir jetzt seit entwickelt fallen werden, kann ich mich eigentlich trost nach vorne wagen. Kann ich auch jetzt tun. Mein Channel lasse ich hier stehen. Ich versuche jetzt seine Artillerie auszuschalten. Dann kann er nicht mehr auf mir rumfeuern. Boah, wenn wir Glück haben, könnten wir die Schlacht gerade noch so gedreht haben. Von dem Moment lang sah es eben so aus, als hätte ich voll verkackt. Okay, er bringt seinen General ins Spiel. Das könnte jetzt ein Toten sein. Wird es auch wahrscheinlich werden. Infantry reporting. Yes, sir. So. Das war sehr interessant hier das. Das müsste eigentlich die Entscheidung jetzt bringen. Ich weiß nicht, was die Bryce da hinten so treiben, aber... Das sieht doch ganz gut aus. Sehr schön. Vertreibt diese verkackten Kanoniere, ey. So, die fliehen. Sehr schön. So, wo haben wir noch französische Einheiten? Sieg! Gewonnen! Sehr schön! Obwohl ich ein bisschen enttäuscht bin, dass man das aus der Sicht der Briten spielen muss, weil ich eher ein Anhänger seitens der Franzosen bin, was solche Spiele angeht und ja. Das finde ich ein bisschen schade, aber dennoch Schlacht gewonnen, Sieg und Gefecht beendet. So, ein knapper Sieg, aber noch gewonnen. Schauen wir uns nochmal die Verlustliste an hier, bla bla bla. Boah, ich habe fast 1400 Männer verloren, habe aber 1600 Feinde getötet. Das ist doch sehr schön.
Sehr schöne Tabelle. Die Frage wird sein, die Friedland hier kann ich nicht freischalten, das müsste ich mir bei Steam erstmal aktivieren, erstmal freikaufen. Die Frage wird jetzt eigentlich sein, was ich als nächstes mache. Ich habe mir vorgenommen, diese Fähnchen hier irgendwann noch in goldene Statuetten zu verwandeln. Und ja, schauen wir mal. Also ich werde wahrscheinlich diese langjährigen Kampagnen-Dinger hier, diese Napoleons Kampagnen, die werde ich wahrscheinlich nicht spielen, weil das rundenbasierend ist und das einfach zu lange dauern würde, zu viele Parts hochladen müsste und das will ich euch auch nicht antun, da Runde für Runde immer die Steuern einstellen etc. pp. Da gibt es genügige Videos auf YouTube und was ich machen werde, ist wahrscheinlich noch ein paar Multiplayer-Schlachten, 4 gegen 4 und solche Geschichten und einfach noch ein bisschen Spaß haben mit dem Spiel. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal weiter, wieder bei Napoleon Total War. Ciao, Leute.